We'll be chilling and having a good, good time. Doesn't matter if the snow is falling or the windows in the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. But this year I wanna hang out with my friends and family. Let's go outside. Snow is falling down and every child is having so much fun. A snowman is twice the size as me with a smile as quirky as mine. We're holding hands to keep each other warm while we stand and watch a choir perform and all the Christmas songs that we love. Yeah, all the Christmas songs that we love. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. All I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. Hallo und ganz herzlich willkommen zu meinem allerersten Vlogmas-Tag. Ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich darauf. Ich freue mich echt schon irgendwie den ganzen November und jetzt ist es finally da. Auch richtig krass irgendwie, der November ist wieder so verflogen. Heute pünktlich zum Vlogmas-Start schneit es einfach draußen. Ich werde heute Nachmittag auf jeden Fall rausgehen. Ich hoffe, es schneit da noch, aber es soll jetzt die nächsten Tage immer schneien. Das heißt, es ist eigentlich perfekt. Ihr bekommt bei mir die volle Ladung Weihnachtsfeelings. Ich habe jetzt am Vormittag noch ein bisschen Uni-Stress. Also ich habe viel in der Uni zu tun, habe aber am Nachmittag vor, mit euch zusammen die Wohnung ein bisschen zu dekorieren. Und was bei Vlogmas auch geplant ist, ich habe eine Weihnachts-Bucketlist. Die werde ich dann noch mit euch schön aufschreiben. Also ich habe die schnell auf meine Notizen geschrieben. Und ich werde im Vlogmas mit euch diese Bucketlist durcharbeiten, sodass wir wirklich alle so ein bisschen Inspiration bekommen. Was kann man in der Weihnachtszeit machen, um wieder so richtig in Stimmung zu kommen, in Weihnachtsstimmung. Und ich fand das auch eigentlich ganz cool und ganz cozy, dass ich das so ein bisschen in die Vlogs rein integriere. Ich werde mich umziehen und dann werde ich mich für die Uni vorbereiten, weil ich habe jetzt dann gleich eine VU. Und genau, ich freue mich richtig, ich bin so happy irgendwie. Bevor wir richtig mit diesem Vlog anfangen, wollte ich euch noch was richtig Cooles erzählen, was sonst noch diesen Dezember stattfindet auf diesem Kanal. Und zwar gibt es dieses Jahr nicht nur Vlogmas, sondern es wird auch Studymas geben. Und zwar wird es jeden Tag vom 1. Dezember bis zum 24. Dezember Videos auf verschiedene YouTube-Kanäle geben, die alle ungefähr im gleichen Thema mit Lifestyle, Study-Content, Motivation. Also ihr findet da wirklich jeden Tag ein Video. Die sind auch alle immer in der Studymas-Playlist verlinkt. Das habe ich euch auch unten in die Infobox gepackt. Falls ihr Lust habt, neue, coole, motivierende, inspirierende Personen kennenzulernen, dann schaut auf jeden Fall in die Infobox. Und ich zeige euch mal einen kleinen Clip und teasere somit ein bisschen an, worum es in der Studymas-Reihe geht. Jetzt habt ihr vielleicht auch ein paar bekannte Gesichter gesehen, die ihr vielleicht auch schon gekannt habt. Sind alles so ungefähr im gleichen Content wie ich. Mit dabei sind, ich lese hier ab, weil es sind sehr, sehr viele Namen: Sophie Hobelsberger, Miss Aliana, Just Say Elena, Ladies Lounge, Just Erika, Study Talk, Frieda filmt, Laurin Speyer, Mindwanderer, Motiviert studiert, Julina April und Charlotte Kräft. Schaut mega gerne mal auf allen Kanälen vorbei, alle sind in der Infobox verlinkt. Haben uns dieses Jahr zusammengetan und haben eben so ein Studymas erschaffen, also jeden Tag kommt ein anderes Video. Ich lade ganz normal meine Vlogmas-Videos hoch, aber zum Beispiel dieses Video ist auch ein Studymas-Video, also Vlogmas und Studymas. Das Überthema von dieser Studymas Collab ist Stress, Wellbeing, Self-Love, Me-Time und so weiter. Also, dass man sich einfach Zeit für sich nehmen soll, auch im stressigen Dezember. Und genau, ich freue mich unglaublich, ein Teil von dieser Reihe sein zu dürfen. Und das Allercoolste habe ich euch noch gar nicht erzählt. Es ist auch ein riesiges Gewinnspiel mit dabei. Ihr müsst nämlich die ersten 3 Minuten von jedem Studymas-Video, also jetzt nicht von meinem Vlogmas, sondern Studymas von jedem Creator, der da mit dabei ist,
die ersten 3 Minuten mega aufmerksam zuschauen, denn ich habe irgendwo einen Buchstaben versteckt. Und dieser Buchstabe, diese ganzen Buchstaben ergeben dann ein Lösungswort. Die müsst ihr dann in eine gute Reihenfolge bringen. Ihr müsst auch ein Abonnent aller Kanäle sein, die unten angelistet sind. Schaut da gerne in die Infobox nach. Ich habe euch alle Teilnahmebedingungen da hingeschrieben. Es gibt nämlich einen richtig, richtig coolen Gewinner. Es gibt insgesamt 3 Gewinner. Die können jeweils einen 100-Euro-Gutschein eurer Wahl gewinnen und noch ein Paket mit all den Lieblingssachen von all den Creatoren, die ich davor genannt habe. Also es ist echt ein richtig cooler Gewinn und eine Überraschung für euch. Und yes, ich hoffe, ihr freut euch. Und jetzt geht's weiter mit meinem Vlogmas-Video. Ökonomische Theorie bedeutet, wichtig aber, es ist eine kritische Sichtweise auf Dinge und nicht bringen. Untersucht, inwiefern das tatsächlich ist, dass sie sich einfach nicht so viel leisten können. As long as I spend this day with you, so beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. Making plans, what we're gonna do, I feel so blessed. Wir hatten jetzt gerade das Seminar Betriebliche Entscheidungen und gesellschaftliche Verantwortung. Und das ist echt richtig interessant. Also heute ist es zum Beispiel auch über die Klimakrise gegangen, über die Erderwärmung und was das für Folgen haben könnte. Und wir sind ein paar Alternativen durchgegangen. Also wir haben zum Beispiel so einen Graphen gehabt und der Professor hat dann gezeigt, wenn man jetzt zum Beispiel die CO2-Produktion oder den CO2-Ausstoß verringern würde, wie dann die Kurve verlaufen würde. Und das ist echt krass mal, wenn man so dran denkt. Und wir haben immer die Möglichkeit, also das ist ein Livestream. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die Plattform Ars Nova. Da kann man Fragen stellen und der Professor freut sich immer extrem über Fragen. Und da haben heute richtig viele Fragen gestellt und ein paar waren irgendwie, wie man als junge Generation in unserem Alter jetzt noch irgendwie positiv auf die Zukunft blicken kann, wenn man das Ganze sieht oder wenn man irgendwie die ganze Zeit hört, dass ja in ein paar Jahren vielleicht das alles nicht mehr so ist, wie es jetzt gerade ist und irgendwie aber die ältere Generation oder die, die wirklich das Sagen haben, die machen ja irgendwie nichts oder die verändern nichts und die hören auch nicht so auf die junge Generation. Es waren die ganze Zeit solche Fragen, so auch so persönliche Fragen und der Professor hat das echt eigentlich ganz gut gemacht mit dem Antworten, weil ich glaube, das ist auch nicht so leicht, wenn man das so in einem Livestream bekommt, solche Fragen. Aber er meinte dann, ich glaube, also seine Antwort, falls euch das interessiert, war, dass man, also dass es sehr schwierig ist und dass man einfach zusammenhalten muss und jeder seinen Beitrag dazu leistet. Das ist auch richtig. Ich glaube, es bleibt uns halt auch nichts anderes übrig, als das Beste zu machen. Und dass jeder seinen Beitrag dazu leistet und jeder irgendwie sein Verhalten überdenkt. Und ich fand das heute echt spannend. Und in einer Viertelstunde sind Präsentationen. Wir sind Gott sei Dank diese Woche nicht dran. Und ich bin echt froh, weil ich hätte diese Woche keine Zeit gehabt. Wir haben die nächste Woche, meine Gruppe. Ich mache jetzt eine Pause. Also wir haben jetzt eine Viertelstunde Pause. Und yes. Geschafft. Ich habe, also heute ist Freitag, by the way, das habe ich noch gar nicht gesagt. Ich fange nämlich Vlogmas ein bisschen früher an. Also ich starte heute Freitag, dann geht es weiter Montag, Dienstag, einfach damit ich einen 3 Tage Vorsprung habe. Aber es ist trotzdem noch mega aktuell. Was ich heute mache, ich werde jetzt aufräumen. Also ich werde jetzt alles so ein bisschen abcleanen. Ich höre momentan mega gerne so Online-Bücher, also so Hörbücher. Und genau das werde ich mir anhören und ich bin dieses Wochenende dran mit Wäsche
und mit Küche. Das heißt, sehr viel. Und ich werde jetzt die Wäsche einschalten, ich werde aufräumen und dann werde ich mit euch zusammen die Bucketlist machen und dann im Keller unten die Weihnachtsdeko raufholen. Ich habe jetzt mal so einen Entwurf gemacht und hier stehen die ganzen Bucketlist-Punkte und ich schreibe die jetzt mal hierher. Ich habe, by the way, gerade aufgeräumt und jetzt mache ich das mit der Bucketlist. Die Bucketlist ist fertig geschrieben. Irgendwie gefällt mir das nie, wenn ich das mit meiner eigenen Schrift hier mache. Ich habe so ein paar Punkte aufgeschrieben und die werden wir zusammen einfach im Vlogmas machen. In dem Vlogmas ist mein Ziel, dass ich euch jeden Tag so ein bisschen was Positives mitgebe. Ich werde gewisse Themen ansprechen, wie zum Beispiel Unsicherheiten, Anxiety, also so Themen, die mich auch beschäftigen. Zwar nicht in jedem, sondern einfach dann, wenn ich mich danach fühle, weil ich finde, solche Themen kann man am besten besprechen, wenn man sich danach fühlt. Ich werde mit euch zusammen sehr in Weihnachtsstimmung kommen mit den ganzen Bucketlist-Punkten. Und ich werde am Ende jedes Videos, habe ich mir überlegt, werde ich eine Sache sagen, die für mich das Highlight des Tages war. Weil ich das generell so ein bisschen einführen möchte in meinen Alltag, dass ich einfach eine Sache nochmal auf den Tag zurückdenke und mir denke, das war heute so die Sache, also das hat mir heute so den Tag versüßt oder wisst ihr, wie ich meine? Und ihr könnt ja dann auch gleichzeitig drüber nachdenken, was heute positiv war für euren Tag. Genau. Und eine kleine Sport-Challenge ist auch dabei. Und zwar wisst ihr ja, dass in Österreich gerade alles zu hat. Und ich habe mir vorgenommen, dass ich in der Zeit jeden Tag Sport mache. Egal was für einen, also egal ob ich jetzt ein Homeworkout mache, was 30 Minuten geht oder eine Stunde. Oder ob ich ein 10-minütiges Stretchworkout mache oder ob ich einfach nur mal spazieren gehe. Aber ich möchte jeden Tag Sport machen. Und genau, ich filme das in der Story, also auf Instagram könnt ihr mir gerne folgen. Oder auch hier in Vlogmas nehme ich euch mit. Einfach als Ansporn, als Motivation, falls ihr auch daheim gerade seid, bei euch die Fitnesscenter zu haben oder ihr auch zum Beispiel Hobbys nicht machen könnt, wie ich tanzen. Ich gehe jetzt in den Keller und hole die restlichen Sachen. Also wir haben das hier. Ich glaube, die Mütze nehme ich mit, weil ich muss noch so ein Intro drehen. Und ich glaube, dass hier noch ein paar Sachen drin sind. Das ist übrigens unser Keller. Ich glaube, ich habe euch den noch gar nicht gezeigt. Das ist aber auch nicht wirklich spektakulär. Aber ich glaube, der Jakob hat eh schon die meisten Sachen mit draufgenommen. Das ist unser Christbaum. Und der wird jetzt geschmückt. Ich habe einmal hier solche Kugeln und solche Nadeln. When everything is white, glimmering silver white, and stillness fills the night. It's Christmas, a winter wonderland, a snowball in each hand. Take me away, Christmas Day. Ich habe heute Rücken, Schultern und Brust trainiert. Und genau, jetzt ist der Geschirrspüler fertig. Ich werde jetzt den ausräumen. Und dann, ich werde übrigens auch duschen und dann koche ich was. Yummy! Jakob und ich haben jetzt gerade den Film Kevin schon wieder allein zu Hause oder so irgendwas in der Art. Das ist jetzt nicht das originale Kevin allein zu Hause. Das ist so eine Neuverfilmung auf Netflix, aber mit anderen Schauspielern. Mir hat jemand auf Instagram geschrieben, ob ich vielleicht immer, wenn ich einen Weihnachtsfilm sagen kann, dann so eine kleine Review geben kann, ob ich den empfehlen kann. Den kann ich leider nicht empfehlen, weil der ist, glaube ich, echt eher so für Kinder. Also der ist nicht so gut gewesen, leider. Genau, jetzt räume ich gerade auf. Jakob ist die Wäsche aufhängen gegangen. So, das war jetzt auch mein erster Vlogmas-Tag.
Und ich habe mir jetzt gerade noch gar nicht überlegt, was die eine Sache ist. Ich glaube, die eine positive Sache, die heute mir besonders im Gedächtnis geblieben ist, ist der Filmabend mit Jakob. Der war richtig cool, auch wenn der Film nicht so cool war, aber ist trotzdem fein. Jetzt beginnt das Wochenende. Genau. Ich hoffe, euch hat dieser erste Vlogmas-Tag gefallen. Und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bye!